Scheiße, Leute. Es ist ein ganz, ganz großer Fehler passiert. Wer kann es erkennen, der gibt jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Wer nicht, der sollte sich mal lieber den letzten Part angucken. Oder die letzten drei Parts. Denn aus irgendeinem Grund fehlt mir meine ganze Stadt. Also der ganze Teil hier unten, den gibt es überhaupt nicht. Hier unten haben wir auch schon angefangen. Gibt es nicht. Und ist alles weg. Wir müssen jetzt irgendwie die Zeit vorankriegen, um überhaupt hier was zu schaffen. Also es ist ja jetzt gerade die größte Scheiße passiert, die man überhaupt sich hier denken kann. Wir machen das jetzt in Schnelldurchlauf ungefähr. So wie es eben schon vorher war. Wir müssen aber jetzt überlegen, vielleicht kriegen wir jetzt eine andere Möglichkeit hin, hier irgendwas hinzubauen. Aber ich begrüße euch trotzdem erstmal zu einem neuen Part von City Skyliners hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ich werde jetzt doch Kleinigkeiten jetzt ändern. Ich will einfach mal, wenn wir schon die Möglichkeit haben, die Stadt verbessern. Unser Problem war ja letztes Mal die Großstadt hier. Er hat sich gestaut gehabt. Bis ins Unendliche. Wir haben das Müllproblem gehabt bis ins Unendliche. Und wir hatten sonst welche Probleme bis ins Unendliche. Deswegen würde ich das gerne alles mal ein bisschen hin und her probieren. Hier unten hat es ja gebrannt gehabt. Wir werden erstmal eine kleine Feuerwehr bauen und eine kleine Polizei hier drüben. Wir müssen natürlich aber auch an die Bildung gleich mitdenken, die wir hier drüben hinklatschen werden. Und dann öffentlichen Verkehr haben wir auch noch. Ach du Heilige. Den ganzen öffentlichen Verkehr dürfen wir jetzt noch bauen. Das war ja eigentlich Pluspunkt in der ganzen Sache jetzt hier drüben. Und jetzt müssen wir alles nochmal von vorne machen. Es freut mich sehr, dass es passiert ist. Nicht. Wir hatten ja auch schon hier drüben angefangen, diese Wasseraufbereitung, das Neugedöns zu machen. Das hat ja auch relativ was gebracht gehabt. Lief auch nicht über und so, oder sonst irgendwas. Der Strom war zwar nicht zu 100% fertig, gebrauchbar oder sonst irgendwas. Ich muss gerade überlegen, das ist meine LP-Stadt, ja? Das mit dem Bug, das war in der Livestream-App, glaube ich mal. Ein bisschen alles verwirrt, aber egal. Ja, Müllberge, über Müllberge, das tut mir echt leid. Wasser fehlt uns auch noch hier. Ach. Es kann ja nicht alles schief laufen, was noch schief laufen kann. Mir ist auch extrem, extrem warm. Ich schwitze wie verrückt schon in meiner Bude. Vor allem, ich nehme jetzt in der Vorproduktion auf. Das ist ja die Sache, da ich in Urlaub fahre, nehme ich ja jetzt in Vorproduktion auf. Ich möchte im Urlaub auch, wollte ich eigentlich wohin fahren, glaube ich, lasse ich aber lieber, oder lasse ich allgemein. Ich mache doch was ganz, ganz anderes. Also beziehungsweise es steht sowieso was ganz anderes an. Und zwar muss ich noch ein, oder kann ich ein Video mitmachen. Und ich fühle mich dafür geehrt, dass ich sowas machen kann oder mitmachen darf. Und deswegen muss ich theoretisch sogar vorproduzieren. Hab auch eben noch andere Sachen, wie gesagt, vor. Und deswegen geht das leider nicht anders. Ich habe jetzt das Dichte, ja. Das Dünne ist so hellblau. So. Ja. Also es ist eben jetzt ein ganz großer Fehler passiert. Müssen wir aber damit leben. Ich muss auch nicht mehr auf die Uhr gucken, dass wir jetzt nicht ganz so lange die Parts machen. Ich will trotzdem... Wisst ihr was? Ich mache hier unten auch noch einen Kreisverkehr rein. Kreisverkehre sind ja relativ gut in der Stadt. Habe ich schon ein Gefühl. So.
Wir müssen das alles bloß ein bisschen aufwerten, dass wir eben die großen hier haben. Aber wir brauchen den Kreisverkehr in eine Richtung. Und der Ausgang nach oben. Dann kommen wir hier oben wieder zur Autobahn. Zur wichtigsten Sache in der Stadt. Weil so machen wir ja hier das, den Verkehr ein bisschen weniger. Dann machen wir das ein bisschen den Verkehr weniger und so weiter und so fort. Also wir brauchen jetzt wirklich hier Money, Money, Money. Jetzt wird da nie in die Rich Man's World. So, die Straße ziehen wir. Hier rüber, denn wir brauchen unser Müllproblem. Müssen wir jetzt hier uns ransetzen. Wir produzieren noch Strom, das heißt, der Strom muss ja auch noch abgehen. So, und da haben wir jetzt erstmal einen kleinen Teil erledigt. Das ist wirklich ein relativ kleiner Teil, und hier oben, die müssen ja entleert werden, so. Dann brauchen wir ein bisschen Industrie noch. Es ist so ein Hin und Her jetzt, da die Dings weg ist, entsteht hier so ein Hin und Her. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche so schnell wie möglich alles nachzubauen, das, was ich schon vorher hatte. Aber trotzdem ist es gar nicht mehr so einfach. So. So, viele wollen auch da drüber. Was ist denn, wenn ich dann hier unten abzeugen und hochbringt, aber auch nicht. Oh, fuck. So, hier unten muss noch Dings hin, Wasser. So. Das ist einfach viel zu viel jetzt weg. Aber weil wir jetzt ungefähr wissen, wie wir es bauen wollen, geht das relativ schnell. Okay, zwar die falschen Straßen, ist mir jetzt aber auch relativ schnutze. Money, money, money. Nein! Und hier drüben noch. So. Aber hier die Großstadt oder die Kleinstadt oder die Vorstadt. Und dann muss man ja noch hier alles, die ganzen Dings hier weiter auslegen. Das müssen wir ja auch noch machen. Also die Frage ist jetzt, ob ich gerade einen Orgasmus bekomme oder ob ich mich aufrege. Das wird sich erstmal ein bisschen rüberziehen. Weiter wird das jetzt erstmal nicht gemacht. Ich merke schon, ich brauche andere Projekte. Ich brauche einfach neue Projekte hier auf dem Kanal, dass ich mich ein bisschen ablenke von allen. Wie gesagt, es gibt viele Sachen, die ich jetzt noch vorhabe. Genau, die Steuern müssen ja auch noch hier erhöht werden. Damit wir überhaupt mal ins Plus kommen. Und Parks. Parks dürfen nicht fehlen. So. Ja, Livestream-Sachen. Ich weiß gerade nicht, wann dieser Part rauskommt. Dritter, schlag mich tot, glaube ich. Könnte sein, dass ich schon... Doch, ich könnte noch zu Hause sein. Also ich nehme den Part gerade am 2. auf. Ich weiß gerade nicht, wann der letzte Part jetzt von dem hier rauskommt. Das ist ja... Dauert ja immer noch eine kleine Weile. So, Wasser ist ja gelegt. Können wir eigentlich fast weiterlegen. Gucken wir mal. Mein Handy beugt sich so sehr. Das ist bestimmt komplett überhitzt. Eigentlich müsste ich das Handy wegwerfen.
Nein, ich bin nicht verschleuderisch, was Handys angeht. Geht aber, das Ding hat so eine fette Beule. Es könnte auch sein, dass die Batterie kaputt ist und dann macht's bumm. Das Ding müsste heute kommen. Sag jetzt mal, das kommt heute. Dann mache ich erstmal die ganze App zu. Warum auch nicht? Oh, wir haben ein dickes Problem. Schlechte Gesundheit. Aua. Es tut ja schon weh. Wie viel haben die? 500 Kapazität. Also eigentlich müsste ich mir was Großes leisten. So, warte mal, wir gucken mal kurz. So, das kommt heute. Heute ist der... Wann habe ich gesagt? Heute ist der zweite. 2. 2. 2. 4. 6. 8. Das Video kommt am 10. theoretisch raus. Und am 10. bin ich noch weg. Bin ich noch urlaubsmäßig so ein bisschen verplant? Theoretischerweise. Praktischerweise weiß ich es nicht. Wir haben kaum Geld. Wir machen kein Geld. Leute, wer weiß, warum wir kein Geld machen. Das Inventar steht auch hier. Oh, wir machen Minus. Wir machen Minus, Minus, Minus. Die meckern hier überall irgendwie alles rum. Ja klar, weil ich auch noch keine Polizei hier unten habe. Aber es geht nie, wenn ich kein Geld habe. Also Vorspulen bringt nicht immer Positives. Wir müssen mal kurz hier stoppen, wir brauchen mehr Häuser. Auch wenn das vielleicht nichts bringt, mehr Häuser zu bauen jetzt. Weil ich dann die Probleme nicht verringere. Also könnte ich vielleicht an Geld rankommen. Oh. Oh, das war falsch. So. Wohngebäude kommen. Hier müssen Leute einziehen bis zum geht nicht mehr. Hier müssen die Leute schon um Wohnungen pflegen. Wir wollen hier wohnen. Denn wir haben viele Bohnen. Jetzt sieht es langsam wieder gut aus. Also es kommen wieder Leute her. Aber wir haben auch, recht viele Kranke, Tote und Müllprobleme. Das, ja, ich glaube, ich muss doch ein Darlehen aufnehmen. 20.000 bringt mir aber nicht viel. Da kann ich nichts mit dem Müll anfangen. Ach du Scheibenkleister. Hat man vorher das Problem auch gehabt? Oh, wir sind 10 Minuten im Spiel und verkacken erstmal alles. Ja, kommt, die müssen hier fahren wie die Weltmeister. Jetzt wird mir langsam wie warm. Aber wir kriegen auch langsam wieder Geld. Schwere Geburt. Das ist eine sehr, sehr schwere Geburt. Steuern sind zu hoch. Ja, ist mir gerade egal. Wir brauchen Geld. Und sobald ich Geld habe, kann ich mir eine neue Müllverbrennungsanlage holen. Das heißt, es wird mein Müll abtransportiert. Oh, nee. Ich bin mal gespannt, wann die nächste Leistung kommt, weil ich habe ja relativ viel Zeit. Eine neue Stromzelle. Ach genau, hier. Richtlinie müsste ich ja noch hier. Stromverbrauch, das. Konsum, Nahverkehr, Recycling.
Ja, es war mir klar, dass es wieder so viel kostet. Mach ich jetzt wieder plus, weil der kontrollierte Drogenkonsum macht ja eigentlich plus. Polizeibudget wird erhöht. Erhöht Steuereinnahmen etwas. Es fahren schon die ganzen Autos hier hinten rum. Das ist eigentlich auch recht praktisch. Also entsteht hier nämlich kein Stau. Das bleibt ja eigentlich alles ruhig. Oh, hier. Kranke Bürger, aber ich glaube, das ist, weil es zu laut ist angeblich. Ja, guckt mal euch das an hier. Das staut sich wie verrückt. Müssen wir was machen. Das ist die Vorfahrtsstraße. Die Vorfahrtsstraße sieht sich bloß bis dahin, okay. Kreuzung. Alles falsch. Alles falsch. Sonst hier haben wir das auch schon drin. Hier ist genau das gleiche. Das ist eigentlich hier die Vorfahrtsstraße. Die kommen ja alle so, ich sag jetzt mal, aus der Nebenstraße. Okay. Weil hier wohnen ja viel weniger Leute. Und das würde irgendwie keinen Sinn ergeben, wenn die hier warten sollten und die hier Vorfahrt haben. Hier ist es bloß trotzdem so, dass die hier warten müssen. Und hier genau das gleiche. Ich weiß, es würde schneller gehen, wenn ich das anlegen würde, die Straße, und dann so sagen würde, ja, das ist die Vorfahrtsstraße, ihr habt die Vorfahrt. Hier wird auch noch warten. Hier vorne muss sein, das müsste auch sein, das muss auch sein. Mhm. Hier die neuen Straßen, das muss auch geändert werden. Und dann dürfte eigentlich das etwas ruhiger laufen. Weil der Verkehr kann ja jetzt ja flüssiger, in Klammern, durchfahren. Hier ist es relativ okay. Hier staut sich das langsam, aber hier war ja noch die kleine Straße, muss ich auch noch ändern. Auf eine sechsspurige. Da muss ich eigentlich alle ändern. Also, dass ich die ganze Straße ändern musste. So. Gut. So, nice. Jetzt heißt es nur noch, ich muss hier sagen, Vorwärtsstraße. Und hier haben wir Stoppschilder. So. Jetzt haben wir eben nur noch, wie gesagt, das kleine Problem hier auf der Straße. Und sonst läuft ja die Stadt relativ flüssig. Wir bekommen immer mehr Einwohner, wir bekommen immer weniger Leute. Leute ziehen wieder aus. Weil Steuern zu hoch sind. Ich hoffe, jetzt ziehen sie mal langsam wieder ein. Ich glaube, das passiert, wenn wir im nächsten Part sehen. Und ich würde aber sagen, wir sind aber relativ gut vorgeschritten. Es fehlt eben die Autobahnauffahrt, das kleine Industriegebiet und hier. Aber wir haben ja noch theoretisch 3 Fahrtzeit, dass ich dann wieder so im gleichen Niveau sein könnte. Wie gesagt, der Part muss am 11. rauskommen, der nächste am 12. Und der darauf müsste am 14. rauskommen. Und ab dem 14. bin ich dann wieder arbeiten. Dann habe ich frei.
Vielleicht lohnt sich das noch mal einen Livestream zu machen oder sowas. Eine Verbrennungsanlage können wir auch wieder bauen, eine. Richtig schön. Nur mit der Abwasserklärung müssen wir mal aufpassen. Muss sein. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann, das wollt. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Kommentieren, nicht vergessen. Ciao, ciao.